Seit einer Woche shorten wir den USD Schweizer Franken, nachdem wir ihn auf Facebook angekündigt haben unter der Beobachtung tausender Zuschauer. Hier oben war der Einstieg und seitdem ist der Kurs in Perfektion gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, was da bei rumgekommen ist, dann bleibt jetzt dran, wir verraten das gesamte Setup. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier spricht wieder euer Chris vom Team Trading Welt und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zum nächsten Video. Ja, und es wird ja auch wirklich mal wieder Zeit, oder? Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon ein YouTube-Video produzieren für euch, dann soll das auch wieder ein ganz besonderes werden. Und deshalb freue ich mich umso mehr, euch heute auch wieder mit einer Schubkarre voll Mehrwert hier überraschen zu dürfen auf unserem YouTube-Kanal und freue mich irrsinnig über euer Feedback, wenn ihr noch wieder mit dabei wart oder wenn ihr auch einfach unseren Facebook-Live-Blog verfolgt und dann gesehen habt, was wir da so in letzter Zeit verkündet haben, auch an Trading-Ideen etc. Es gab ein Gewinnspiel und so weiter. Also es war nicht so, dass wir inaktiv waren, nur hier auf YouTube haben wir halt erstmal die Videoproduktion mal wieder für ein paar Wochen eingestellt. So, ihr wisst aber, dass wir hauptberufliche Trader sind und deshalb machen wir diese Videos eigentlich viel mehr, ja, für den Mehrwerttransport. Wir möchten euch in die Hand nehmen, wir möchten mit euch gemeinsam wachsen und größer und besser werden im Trading. Und deshalb ist dieses Video für euch auch garantiert wieder ein Mehrwert, denn ich werde euch ein Pattern verraten, beziehungsweise eine Chartformation, die, wenn sie aufkommt, extrem profitabel sein kann. Und darüber werden wir in diesem Video sprechen. Und ich habe kein geringeres Beispiel als ein aktuelles mit dabei. Und zwar haben wir am 2. Oktober auf unserem Facebook-Live-Blog darüber gesprochen, dass der USD-Schweizer Franken vielleicht in eine Verkaufsgelegenheit rutschen könnte und wir hier doch Short-Positionen aufbauen könnten. Und tatsächlich ist der USD-Schweizer Franken danach nochmal ein bisschen hochgekommen. Ja, das Timing war im ersten Anlaufversuch nicht ganz perfekt, aber wir haben uns das halt zur Gewohnheit gemacht, dass wir maximal 2 bis 3 Anläufe probieren, um in einen Trade in Perfektion reinzukommen. Also das beste Timing zu erwischen. So, und dann ist halt immer wieder die Frage, ja, wann ist denn das perfekte Timing? Und da geht es dann halt so ein bisschen darum, jetzt nicht nur grob zu sagen, okay, wir haben eine Tendenz aufgrund der 5 magischen Grundgesetze. Das ist ja letztendlich die Schablone, die wir nutzen, um unsere Trading-Ideen überhaupt mal auf den Schirm zu kriegen. Also welche Basiswerte sind für uns interessant? Das machen wir aufgrund unserer 5 magischen Grundgesetze. Und dann geht es halt über die technische Analyse nachher in den Trade rein. Und beim USD Schweizer Franken war es so, dass es einen Kommentar hier gab vom lieben Alexei, der sagte, jetzt besteht geile Gelegenheit, den USD Schweizer Franken zu shorten. Das war vor einer Woche. Und ich sagte in diesem Moment auch, habe darauf reagiert, ja, auf jeden Fall, tolle Distribution-Phase im 15-Minuten-Timeframe nach unten hin verlassen. Das hast du wirklich sehr gut gesehen, Alexei. Und das ist auch das, was ich so wertschätze hier innerhalb der Community, dass man sich halt mal austauschen kann. Und ja, alle haben anscheinend auf den USD Schweizer Franken gestartet. Wann fängt er denn nun endlich an zu fallen? Und nachdem der erste Anlaufversuch scheiterte und wir mit einem kleinen, minimalen Verlust was waren das? $280 habe ich da, glaube ich, verpufft, habe ich einen zweiten Einstieg gewagt. Und beim USD Schweizer Franken schauen wir jetzt einfach mal rein. Und zwar habe ich hier die Distribution-Phase nochmal eingezeichnet, die ich ja eben gerade bereits angesprochen hatte. Und mir geht es jetzt darum, euch zu verraten, warum ich da letztendlich reingegangen bin, unter welchen Kriterien und Voraussetzungen ich da reingegangen bin. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, weil das ist dann eine Chartformation, die sich gern mal wiederholt, die man immer wieder sieht. Es muss nicht zwangsläufig am Ende eine Distribution-Phase, also eine Seitwärtsphase sein, aus der der Kurs dann letztendlich rausbricht, sondern das kann natürlich auch ein absteigendes Dreieck oder eine andere Chartformation sein. Aber wir sehen hier wieder einen wunderbaren Liquidity-Aufbau. So, und das müssen wir uns mal merken. Das heißt, wir laufen systematisch anhand einer Trendlinie nach oben. Und gleichzeitig kommen wir immer impulsiv hoch. So, und das ist das Wichtige. Wir starten impulsiv und dann dümpelt der Kurs langsam hoch und baut letztendlich hier unter jede Menge Liquidity auf. So,
Und das müssen wir uns schon mal merken. Das ist also quasi die Grundvoraussetzung. Ja, wir starten impulsiv und dann dümpeln wir langsam schön systematisch anhand einer Trendlinie nach oben. So. Und dann ist die Frage, was passiert im oberen Bereich? Wir müssen uns also wieder markante Zonen einzeichnen und dann einfach mal erstmal in die Beobachtungsphase gehen. Das ist das, was ich immer so oft auch predige. Ja, dass letztendlich die Beobachtungsphase ganz wichtig ist, um halt Entscheidungen zu treffen. So, kommt der Kurs jetzt hier weiter hoch? Schafft er es, neue Hochpunkte zu bauen? Verlassen wir so eine Zone nach oben heraus? Dann ist das natürlich ein Stärkesignal. Auf der Gegenseite haben wir aber ja unsere fünf magischen Grundgesetze, die da sagen, aufgrund der Vorfilter müsste der Kurs tendenziell fallen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so einen Liquidity Pool wieder rausnehmen, ja, der wird sehr groß. Und das heißt, wir haben also die Distribution Phase eingezeichnet und dann kam das Kommentar vom lieben Alexei, der da sagte, jetzt ist eigentlich eine perfekte Short-Gelegenheit. Ja, richtig, wenn wir hier also die letzten Tiefpunkte, ja, diese massive Unterstützung, die sich in diesem Bereich aufgebaut hat, nach unten hin verlassen können. Und das Ganze abgerundet mit den Indikatoren vom Bull Power Template. Ja, ein klares Verkaufssignal bekommen. Die Bull Power Signals in unsere Richtung zeigen. Dann haben wir auch noch Indikatoren, die uns die ganze Richtung bestätigen. Wenn dann der Ausbruch nach unten kommt, dann brauchen wir letztendlich eigentlich nur noch eine Short-Position zu öffnen. Und in dem Fall war es so, wir brechen nach unten raus, es kommt der Pullback und wir lassen uns einstoppen mit einem fantastischen CRV. Und so sah letztendlich unser Setup aus. So, ganz simpel, Distribution-Phase, vorher Liquidity aufgebaut, stark und impulsiv gestartet und dann fällt das Teil letztendlich ins Bodenlose. Schaut es euch an, wir haben tatsächlich das Einstiegsniveau zu keinster Weise mehr zurück erobert und von daher ist das ein Timing, was wir sehen wollen. Das ist ein perfektes Timing. Wäre er jetzt wieder in die Gegenrichtung marschiert, hätte er uns ausgestoppt. Ja, dann wieder mit einem kleinen minimalen Verlust. Aber jetzt schaut euch doch mal bitte das massive CRV an. Wie der gefallen ist. Das ist unglaublich, ja, krass, kann man einfach nur sagen. Ich gehe mal hier einmal in den 15-Minuten-Timeframe. Das sage ich übrigens an der Stelle. Guckt es euch an. Was für ein sensationeller Trade. Und das Ganze ist in Perfektion gelaufen. Und ja, liebe Leute, ich zeige euch das jetzt hier gerade quasi als Review, indem ich das erstmal mit euch durchgehe. Wir gucken natürlich gleich im Anschluss noch hinter die Kulissen. Und dann schauen wir doch mal, wo wir da gelandet sind letztendlich. Das werdet ihr doch wieder nicht glauben. So sieht's doch aus. Aber das ist Trading, liebe Leute. Und das ist vor allen Dingen cleveres und intelligentes Trading. Und wenn man das Ganze dann noch auf Facebook quasi ankündigt und man dann so ein bisschen die Chartverläufe vielleicht auch nachvollziehen kann als Zuschauer, dann ist das natürlich was ganz Besonderes und deshalb freue ich mich auch immer so irrsinnig über eure Kommentare und über das Feedback, was von euch kommt, wenn wir hier so eine Videos machen oder ihr dann auch einfach nachvollziehen könnt, ja, okay, Chris hat dann und dann das und das gesagt und wenn jetzt das Timing stimmt und wir wieder ein schönes Einstiegspattern kriegen im 15-Minuten-Timeframe, na, dann ist das doch eine runde Geschichte. Das Ganze einfach bestätigen lassen mit den Bullpower-Indikatoren und dann kann man solche Trades aufs Parkett legen. Eine Woche Haltezeit, meine liebe Freunde, ist der helle Wahnsinn. Und ein schönerer Abwärtstrend, na, den konnte man nun wirklich nicht finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ihr schaut auf jeden Fall meinen Link in der Videobeschreibung. Speziell für Einsteiger haben wir da eine kostenlose Möglichkeit, wie ihr an das Bullpower-Template rankommt. Und aber auch ein super Broker, die BaFin reguliert sind, hier zum Beispiel unter Pepperstone oder auch Libertex, der offizielle Sponsor von FC Bayern München. Also ihr habt hier wirklich eine gute, wirklich klasse Auswahl an Brokern und dann gibt es halt das Bullpower Template kostenlos und unseren Intensivlehrgang Diagnose 2.0 noch gratis mit dazu. Oder aber ihr sagt, ach komm. Die fünf magischen Grundgesetze, die Basis all unserer erfolgreichsten Trades der Vergangenheit, die interessieren mich wirklich. Dann schaut einfach ja, euch die fünf magischen Grundgesetze an. Das ist, wie gesagt, meine absolute Lieblingsstrategie. Da geht nichts drüber. Und jetzt gucken wir hinter die Kulissen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Ende des Videos. Das wird nochmal richtig geil.
Und ich freue mich natürlich wieder über euer Feedback wahnsinnig. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris vom Team Trading Welt. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Man soll immer dann aufhören, wenn es am besten ist. Und wir befinden uns im USD Schweizer Franken im 15-Minuten-Timeframe. Und hier sehen wir nochmal den Liquidity-Aufbau, den ich euch ja eben gerade geschildert habe, die Distribution-Phase und dann letztendlich der Einstieg unterhalb der Distribution-Phase, also diesen Hochpunkten, die sich oben gebildet haben. Und daraufhin hat sich ein wunderschöner Abwärtstrend hier manifestiert. Es gab nochmal wieder Nachkaufgelegenheiten zwischendurch, aber letztendlich ein wunderbarer Trade, den man eigentlich schöner hätte kaum treffen können. Und wir sind wieder bei unfassbaren 33.000 $. Jetzt auch wieder mit leicht steigender Tendenz. Also ein absolut fantastischer Trade. Und wir sehen auch, dass die Bull Power Signals hier wieder alle auf unserer Seite sind. Also auch wieder ein maßgeblicher Indikator, der uns hier geholfen hat, diesen Trade über die Ziellinie zu bringen. Mittlerweile haben wir auch wieder ein Verkaufssignal vom Bull Power Signal für einen Indikator. Also es geht hier weiter im USD Schweizer Franken. Wir haben es mit fallenden Kursen zu tun. Es ist der helle Wahnsinn und ich kann mich an dieser Stelle nur recht herzlich bedanken für euer Feedback. Schaut auf jeden Fall in den Link in der Videobeschreibung und sichert euch die 5 magischen Grundgesetze oder das Einsteiger-Komplettsystem, falls ihr noch ganz am Anfang steht. Und dann sage ich jetzt erstmal wieder bis zum nächsten Mal. Euer Chris vom Team Trading Welt mit einem fantastischen Trade im USD Schweizer Franken.